Jeder konnte sehen, was für ein Mensch sie wirklich sind. Was für ein Mensch ich bin? Also ist ein Was bin ich denn für ein Mensch? Sie sind eine bedauernswerte Person, David. Und unberechenbar noch dazu. Ich kann nur hoffen, dass Sie Ihre Funktion hier so erfüllen, wie es vorgesehen ist. Denn das ist der einzige Grund, warum ich Sie hier überhaupt aufs Gelände lasse. Kleiner Wichser. Bis später. Kleiner Wichser. Bei den zwei Frauen haben wir weitergemacht, gell? Wir wollten ja in der anderen Zelle. Die da, genau, die wollten wir ja. Hallo Mädchen, na, wie geht es dir heute? Gehen Sie weg. Hey, das klingt besser als gestern. Ah ja, genau. Sie hat ja gesagt, sie war mit dir nochmal eingesperrt. Wegen einem Messer. Das war die Zelle 2. Abend oder Nacht? Ah, probieren wir mal Abend. Eine Zelle. Wir werden eingesperrt. Wir? Ja. Sie und ich. Wer ist sie? Ich hasse sie. Sie hat ein Messer. Mein Messer. Das war's nicht. Beschreibe mir, wo du bist. Es ist der Wachturm. Wie bist du dorthin gekommen? Ich weiß es nicht. Mal sehen. Das könnte sein. Sie war auf diesem Wachturm. Jemand kam dazu. Ich bin ganz sicher, dass du es warst. Erzähl mir davon. Erzähl mir, wie es dazu kam. Ich weiß nichts von einem Wachturm. Doch, bestimmt. Konzentrier dich. Nein, kein Wachturm. Da ist ein Flur und Blut. Ah. Ich bin im Korridor. Da ist... Oh Gott, ist das... Blut? Blut? Da ist eine riesige Blutlache auf dem Boden. Vor einer der Zimmertüren. Gott, woher kommt so viel Blut? Ich muss das wegmachen. Sofort. Du musst es wegmachen. Ich wüsste gern, ob das was mit ihr zu tun hat. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Bisschen schneller, Madame. Band. Für nachher. Schnell, wegwischen. Woher kommt das Blut? Siehst du irgendeinen Hinweis? Nein, ich will's auch gar nicht wissen. Wenn das ein Mensch war, der da geblutet hat, dann ist er... tot. Thank you.
Und wohin jetzt damit? Ich muss erst diese ekelhafte Brühe loswerden. Lieber nicht. Warum? Ich weiß schon, da ist ein Brunnen, ne? Da rein. Nein, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Abgeschlossen. Nein, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Sie ist nicht da. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Was denn? Ihre Zeichnungen. Das ist krank. Was ist mit den Zeichnungen? Das bin ich. In einer Blutlache. Und daneben liegt ein Messer. Ein Messer. Messer nehmen wir mit, was haben wir ja gehabt? Das nehme ich lieber mit. Ich muss sie finden. Aber wer ist das? Das ist krank. Nein, jetzt nicht. Der Keller, dort ist. Da unten sind Geräusche zu hören. Ich glaube, jemand macht sich an der Tür zu schaffen. Hilfe! 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 Da. Ich höre sie rufen. Das kommt vom Strand. Da ist sie ja. Da oben. Auf dem Turm. Dieses verdammte Miststück. Sie ruft um Hilfe. Ich werde sie zur Rede stellen. Was schreist du denn so, Kleine? Ich sitze fest. Hilf mir runter. Warum sollte ich? Damit du mich umbringen kannst? Was? Ich war in deinem Zimmer. Ich habe die Zeichnungen gesehen. Was hast du in meinem Zimmer verloren? Woher kommt das Blut vor deiner Tür? Das fragst du mich? Du wirst nicht weit kommen. Bevor ich mich umbringen lasse... Bist du wahnsinnig? Sie lügt. Ich werde... Schießen? Wir schießen beide. Ich werde sie umbringen. Nein, das wirst du nicht. Sprich weiter. Okay. Bitte zwei vielleicht. Ich lasse sie besser erstmal in Ruhe. Zelle zwei. War ein Fehler.
Hallo, mein Junge. Na, wie ist es? Ich sage gar nichts mehr. Wieso nicht? Ist was passiert? Sie wollen uns in den Knast bringen, oder? Wer sagt das? Es stimmt also. Nein, es stimmt nicht. Wer hat dir diesen Unsinn erzählt? Habe ich wirklich jemanden umgebracht? Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, was mit dir und den anderen passiert ist. Ich bin hier, um das herauszufinden. Ja, um es den Cops zu erzählen. Natürlich habe ich Kontakt zur Polizei. Aber das heißt nicht, dass ich denke, dass du ein Krimineller bist. Ach, und was dann? Ein Opfer. Ich will hier raus. Dann lass uns daran arbeiten. Haben Sie eine Familie, Doc? Ich bin verheiratet. Ist das nicht dasselbe? Nein, ich glaube, das ist nicht dasselbe. Komm jetzt, ich bin sicher, dass wir jetzt vorankommen werden. Die Nachtschwester, Doktor. Was ist mit ihr? Die Nachtschwester hat mir erzählt, dass wir alle in den Knast kommen. Hat sie das? Versteht er gar nicht. Vergiss es, okay? Ich werde mit ihr reden. Das machen wir jetzt sofort. Was tut ihr da uns da reinpushen in unserer psychiatrischen Behandlung? Abgeschlossen. So. Dann muss er mit uns reden. Rede und Antwort stehen. Dr. Young? Bitte. Bis später. Okay, das ist blöd. So, er will nicht. Doch sie ist, genau, sie soll mir Ruhe lassen. Man kann ein Ausschlussverfahren machen. Tele 3R hat nichts mehr für uns, glaube ich, dabei. Nichts. Okay, da könnte was sein. Ich bin im Korridor. Da ist... Oh Gott. Ist das... Blut? Blut? Da ist eine riesige Blutlache auf dem Boden. Vor einer der Zimmertüren. Gott. Woher kommt so viel Blut? Ich muss das wegmachen. Sofort. Verklickt. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Das sind die Liebsten. Was? Was ist denn das? Was denn? Ihre Zeichnungen. Das ist krank. Was ist mit den Zeichnungen? Das bin ich. In einer Blutlache. Und daneben liegt ein Messer. Da ist sie ja. Da oben. Auf dem Turm. Dieses verdammte Miststück. Sie ruft um Hilfe. Vielleicht. Ah. Warte. Sie ruft um Hilfe. Aber das war ja die. Naja. Bleibt nur noch der Wahnsinnige. Aber ich hoffe, ich hau uns jetzt nicht kaputt. Guten Tag. Dir scheint es ja etwas besser zu gehen. Ich denke, wir kommen ohne die Fesseln aus. Welche Scheißzelle waren das jetzt? Die 4-Zelle, gell? Im Abend? Teil, hier war das jetzt, gell? Ja, genau. Da oben, auf dem Turm. Dieses verdammte Miststück. Sie ruft um Hilfe. Mal sehen. Die beiden Mädchen haben gestritten. Am Strand. Dann kamst du dazu, oder? Erzähl mir davon. Erzähl mir, was du getan hast, bevor du zum Strand gingst. Da ist der Turm. Der Wachturm.
fallen Schüsse. Schüsse? Wer schießt auf wen? Die beiden Mädchen. Seid ihr verrückt geworden? Gib das Ding her. Sie will mich umbringen. Das sehe ich. Wie ist sie darauf gekommen? Was weiß ich. Von mir aus kann sie da oben verrecken. Du hilfst ihr jetzt da runter. Und dann ist Schluss mit dem Theater. Was soll das heißen? Das erfahrt ihr früh genug. So, da wären wir. Da hinten, letzte Zelle links. Bewegt euch. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt siehst du, wie sie in die Zelle gekommen sind. Du steckst uns doch nicht in dieselbe Zelle. Okay. Ich habe die beiden eingesperrt. Und jetzt? Jetzt? Jetzt packe ich meine Sachen. Jetzt packt er seine Sachen. Okay, du hast die Mädchen eingesperrt und dann bist du in die Küche gegangen. Woher hattest du den Schlüssel für die Zelle? Ich weiß es nicht. Hat jemand ihn dir gegeben? Ich weiß es nicht. Hast du... Ich erinnere mich nicht. Gut, gut, schon gut. Reg dich nicht auf. Ich gehe jetzt, okay? Wir machen Pause. Jo. Moment. So. Wisst ihr, was noch schwer am Arsch gegangen? Das habe ich bereinigen müssen. Dr. Young? Bitte. Bis später. Okay. Dr. Young? Bitte. Bis später. Er ist noch nicht so weit. Vielleicht bringen mich die Aufzeichnungen weiter. Von welcher Zelle? Vom Orgel? Sie lügt! Ich werde... Der lügt, ich werde... Ist jemand bei dir? Nein. Ich muss das Tor aufbekommen.